So, und jetzt gehen wir hier raus. Shit, 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 shit. Was ist passiert? Wo sind wir hier? Ah, ich werde von Lebkuchenmännern verfolgt. Ich wollte doch einfach nur mein Pet Simulator X Video aufnehmen. Und jetzt sind wir hier gelandet. Leute, willkommen bei dem besten Roblox-Kanal auf ganz YouTube Deutschland. Aber wir sind in den Backrooms. Wir sind in die Backrooms gekommen. Ich wollte einfach nur mein Pet Simulator X Video aufnehmen. Oh mein Gott. Aber warum sind hier Lebkuchenmänner und warum war da gerade der Esel aus Schreck? Oh mein Gott, da ist schon wieder Lebkuchen-Paket. Oh, weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah! Da ist schon wieder einer. Da ist noch ein Lebkuchenmann. Den sehe ich. Okay, wir gehen jetzt hier durch. So, perfekt. Wir haben den Lebkuchenmann abgehangen. Was ist das? Hier ist auf dem Boden ein seltsamer Fleck. Oh, habe ich Schaden bekommen? Ich habe Schaden bekommen, weil ich den Fleck angefasst habe. Kann man jetzt hier irgendwie durch die Wand? Nee. Shit, shit, shit. Ich bin gerade total überfordert, Leute. Was ist denn hier? Okay, kann man auch nicht durch. Ich dachte, da könnte man durch, weil da ja dieser Weg. Also hier ist ja dieses Holz an der Wand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum Lebkuchenmänner? Ich dachte immer, Lebkuchenmänner wären freundlich und nett und lecker. Und jetzt sind die hier und wollen mich töten. Die sind spinnt. Die sind spinnt. Was können wir denn da drin machen? Wir können da drin suchen. Und wir haben einen Kompass. Okay, was bringt uns ein Kompass? Ich dachte, Kompass funktioniert in den Backrooms nicht. Ja gut, das ist ein Fehler hier im Spiel. Das ist eindeutig ein Fehler. Leute, wir probieren jetzt auf jeden Fall den Weg hier aus den Backrooms rauszufinden. Und hier sind Lebkuchenmänner und da war gerade der Esel aus Schreck. Und da läuft auch ein anderer. Wir gucken auf jeden Fall weiter. Oh mein Gott, die hat ja ganz wenig Leben. Oh, wir können auch hier eigentlich mal geradeaus weiterlaufen. Und dann, ich glaube, hier lang sind wir auch noch nicht, ne? Ja, wir gehen da erstmal lang. Die hat sehr wenig Leben. Aber ich denke nicht, dass die sich hier auskennt. Weil, das ist ein Level 2, ja. Der könnte sich eventuell besser auskennen. Ich weiß nicht. Oder der Esel ist da. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben 25 Leben noch. Wir haben 25. Ah, geh doch weg. Ah, nein, 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 nein. Ah, Hilfe. Da ist Schreck. Da war Schreck. Und der Esel ist immer noch da. Oh mein Gott. Ja, wir haben den. Wir sind den Esel losgeworden. Wir sind... Da ist der Esel wieder. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh mein Gott. Da, okay. Der... Nein! Du wolltest dem anderen gerade hinterherlaufen. Lauf dem anderen weiter hinterher. Dankeschön. Okay. Ich finde aber leider hier keinen Weg mehr. Ich glaube, wir sind hier in der Sackgasse. Oh, der Esel ist wieder da. Okay, wir müssen probieren, irgendwie den Esel hier hinter zu locken. Komm her, Esel, Esel, Esel. Ja, komm. Ja, feiner Esel, feiner Esel, feiner... Esel, 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 Esel. Der Esel nervt. Das weiß ich jetzt schon. Okay, wir haben den Esel ausgedribbelt. Okay. Wow, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, Hilfe. So. Er ist direkt hinter mir. Ah, okay, wir können hier durch, hier durch, hier durch, hier durch. Okay, da ist der Esel, da ist der Esel. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das Spiel stresst mich gerade extrem. Und los doch. Was ist das hier? Wir sind hier in einem Raum drin. Okay. Danke. Da gehen wir wieder. Oh mein. Okay, wir sind wieder im normalen Pet Simulator X. Alter, das war jetzt mal eine Erfahrung, die ich nicht nochmal machen möchte. Bitte lass dein Like dafür da und ein Abo. Dankeschön.